Ja, so. Vorbereitung. Vorbereitung. Vorbereitung ist erstmal hier ein paar Zitronen zu schneiden. Ja, das kriegen wir schon hin, da mit dem Kritiker. Das sollte kein Problem sein. Weil ihr so einen Blödsinn macht. So. Da haben wir jetzt einen von gebraucht, den möchte ich dann gerne nochmal vorbereiten. Hier steht doch drauf, was da drauf ist. Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin. Salz. Oh. Wo fehlen die denn jetzt? Beim Lachsding, da fehlen die, ne? Nee, Quatsch, beim... Hey, aber warum hat er sich denn nicht beschwert, dass die fehlen? Beim neuen Gericht da hier, beim Verbesserten, da fehlte das. Ja, du, dann, ist das gut. Kann ja mal passieren, dass da was fehlt. So. Das müsste eigentlich so stimmen. Ja. So, haben wir wieder vier. Dann weiß ich noch, dass wir von denen keine mehr haben. Das ist auch ganz wichtig. Dill, ne? So, das. Ja. Dill. Getrocknet. So. 1, 2, 3, 4, 5. Sagen, zwei reichen erstmal als Vorbereitung, weil ich muss. Ich muss ja noch die Suppe hier vorbereiten, aber da nehme ich einen neuen. Den da. Komm her hier. Dazu muss ich noch einen Kürbis schneiden. Ja. So, der hat 763 und der hat 600. Dann machen wir den in 400. Jetzt geht. 400? Ja, das ist doch perfekt. Bitteschön. Ja, jetzt muss ich. Warte eben, da kommt erst Hühnerbouillon rein. Das ist ganz wichtig. Weil man muss immer direkt nach dem Rezept gehen. Nichts anderes. Das Rezept hat Vorrang. Da kann alles rein. Wunderschön. Und dann muss ich nochmal nachgucken. Das ist echt blöd, dass man das nicht irgendwie anders anzeigen lassen kann. 20 Salz. Lalala, 20. Genau 20 ist gut. Dann kommt der Kürbis. Ja, dann kommt der Kürbis. Da kommt eine Zwiebel. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Guck natürlich nochmal nach. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man ja immer so schön. Ist ja auch wirklich so. Und dann lassen wir dann eben 90 Sekunden.
hier oben hört. Ja. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Vorbereitungsphase. Vorbereitungsphase ist ja auch sehr wichtig und deshalb schneiden wir wieder ein bisschen. So, einmal kann man den ja so vorbereiten. Hier geben wir wieder ein paar mehr. So, so und so. So, wir lassen die sich jetzt auch schneiden. Ja. Auch die beiden. Schönes Ding. Ja, schön vorbereitet. Das ist immer gut. Achso, wir können ja auch schon hier den Reisessig da reinmachen. Und den Rest. Genau. Dann haben wir das auch schon. Dann haben wir einmal das Gericht sozusagen schon fertig. So. Der Mixer, der ist hier. So, was war das? Schön. So, und jetzt kamen da auch 150, ja hier gar nicht ein Punkt. Da kam glaube ich 300 rein und ich habe da immer, ne 300, okay, da habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Also immer 150, weil, saure Sahne. So, brauchen wir nochmal 50 oder eher gesagt 51. Die stehen noch im Kühlschrank. Nehmen wir die doch mal. Ja, nochmal 50. Ja, komm. Also, das war jetzt ja wohl perfekt. Und dann lassen wir das nochmal ein bisschen köcheln. Solange möchte ich das Brett sauber. Und da drumherum. So, was haben wir denn noch vorbereitet? Was hat der jetzt nochmal so lange gedauert? Ich weiß gar nicht mehr. Das war das neue Rezept da, ne? Tomaten, na genau. Oh, kann ich aber nicht viel vorbereiten. Doch. Ich kann Zwiebel und Knoblauch schneiden. Das kann ich wohl machen. Sollte ich auch machen. So, nehmen wir gerne mit. Zwiebel. Er hier bisschen Scheiben geschnitten. Das bereite ich jetzt einmal vor. Ich hoffe, das Gericht kommt nicht öfter. Und zweimal Knoblauch. Kommen wir in die Schüssel. So. Und zack. Wunderbar. So, diesmal nicht die Kartoffeln vergessen, ne? Und vernünftig einstellen. Ja, die Suppe, da habe ich nicht vergessen. Die ist fertig. Die ist warm, die ist fertig. Und ich hoffe, das passt da jetzt auch noch rein. Sich wieder rumklicken. Nein, das passt da rein. Wundervoll. So ist doch ist das doch richtig schön. Ja, könnten wir auch noch was von machen. Aber wo gieße ich das rein? Gieße ich das auch im Topf? Was ist eigentlich hier mit so einem so einem kleinen Topf für Gazpacho? Geht das oder ist das zu
Wehr irgendwie einzugießen. Nee. Jetzt weiß ich auch, wie viel das sind. Kann man ja bei dem scheiß Ding da nicht sehen. Dann müssen wir auch nochmal hier, ne? Ich sage ja, die Entwickler, da müssen sie nochmal ein bisschen was machen, damit das auch ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja. Ja. Ich will eigentlich nichts. Nein. Dann gucken wir nochmal Gazpacho. Ja. Ja. Alles klar. Ich habe mir nichts gemerkt. Gurke. Tomate. Paprika. Du bist nicht nur die rote. Also wie gesagt, es gibt auch. Es gibt auch grüne und gelb. Ja. Kaum zu glauben, ne? Ne, zwei kommt auch. Zweimal Knoblauch, das weiß doch jeder. Dummerle. Ja, guck, Vorbereitungszeug ist schön, wenn man viel Zeit hat. Ja, jetzt hatten wir richtig schön viel Zeit. Dass ich auch jedes Mal in den blöden Laptop hier gucken kann. Olivenöl, Weinessig. Ich kann mir auch einfach mal Sachen merken. Das wäre auch mal so eine richtig gute Idee. Sowieso das Brot vergessen. So. Mann. Traurig. Einfach nur traurig. Oh, jetzt aber hier. So, jetzt hören wir mal auf, das hier umzuschmeißen. Ist ja wohl eine Frechheit. Aber nur. Oh, hier, auf da jetzt mit. So. Ist der Bike gar nicht so lang bei dem Ding? Wegen den Namen, ne? Müssen sie echt mal umbenennen, irgendwie. Hält ja für die Lebensmittelverarbeitung, ja. Für mich auch. So, Salz. War das 20 oder 10? Immer 10. Das reicht auch. Muss ja nicht so viel Salz rein. Hör auf. Ich gucke aber nochmal nach, ne? So ist ja nicht. Ah, das Restaurant ist am Arsch offen. So. Misch hier nochmal durch. Beeilung. Ich muss hier gucken. Ist wichtig. Da muss ich das hier jetzt reingießen. Siehst du, da kommt nämlich schon die erste Bestellung. Da wollte ich das auch noch gar nicht reingießen. Kann ich das schon mal hier machen wir die als erstes so. So nochmal hier was rausgießen. Reicht. Schnittlauch. Die Suppe hätte sowieso schneller rausgekommen. Und perfekt gemacht.
Ja, heute kommt hier der Kritiker. Oh Gott. Der Kritiker, ja, der kriegt jetzt ein schönes Gericht später. Sehr ja noch nicht jetzt hier. Kommt ja später, der Mann. Der hat viel zu tun. Jetzt habe ich aber auch Hunger, ne? Gut, dass es gleich noch Brezel gibt. Gute alte Brezel. Schön Käse. Das ist doch mal leckeres. Ey, die Pfanne ist ja da. So, jetzt haben wir hier Beeilung. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Das kann man sich auch mal merken hier mit so einem Blumenöl. Was hat der denn für einen Auftrag? Wie ist der erstmal 50 Liter Sonnenblumenöl rein? So, das können wir ja schon mal anmachen. Oder mitnehmen. Nee. Können wir schon mal anmachen. Und was brauchen wir dann? Kartoffeln in Stücken würzen mit Salz. 2 Stück Kartoffeln. Sind hier noch welche drin? Da ist natürlich nur eine drin. Ja, klar. Boah, kein Stress. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon alles hin. Das ist nur der Kritiker, der macht uns jetzt ein bisschen nervös. Aber da gibt es doch gar keinen Grund für. Das hätte ich natürlich Kartoffeln vorher salzen sollen. Ja, komm, ist perfekt so. Das ist alles perfekt. Rein damit. Ihr Oberstes. Auch ihr rein. In den Gierschlund hier. Anmachen. Dann gucke ich hier nochmal nach. Und solange ich da nochmal nachgucke, können wir hier noch schon mal ein Rinderfilet abschneiden. Moment, wo ich hier abschneiden. Brauchen wir gar nicht abschneiden. So. Das liegt da wieder richtig geil. Paprikapulver. 2. Oh, Beeilung. So. Das hätten wir erstmal. Majoran. Majoran. Ist doch da gut. Joran, das haben wir auch. Dann Korianderblätter, das sind die da. Und Rosmarin. Getrocknet. Und schwarzer Pfeffer. Aber vorher gucke ich nach den Kartoffeln. Und die können raus, wenn der schwarze Pfeffer drauf ist. Jawohl, schnell. Und jetzt ist der schwarze Pfeffer hingefallen, aber das macht nichts. Dafür sind die Kartoffeln perfekt. Das ist auch gleich fertig. Und hier brauchen wir noch Chiliflocken. Dann kann das Ding gegrillt werden. Das kriegen wir noch hin. Außer natürlich, dass es wieder so behindert. Ja, das ist so behindert. Behindert sagt man nicht, das ist so geistig zurückgeblieben. So, dann machen wir Trick 13 und machen das natürlich schon mal an. So. Jetzt müsste der fertig sein gleich. Genau, aus damit. Teller schnell nicht kaputt machen. Ich habe nämlich keinen Perk dafür, dass der nicht kaputt geht. Das sind noch die billigen vom Aldi. Teller. Raus. Guck, perfekt. Was gibt's? Fast perfekt. Wundervoll. Komm, wir haben unseren vierten Stern noch echt mal jetzt verdient. Kartoffeln. Richtig, das war ja eine Kartoffel. Auch wackelig. Das kann man mal machen. Aber die muss doch bestimmt auch gesalzen werden, ne? Nee. Stimmt, das war ja die ohne.
Versuche ich jetzt mal ein bisschen reinzuwerfen. Oder mal. Schließlich. Was sagst du? Du sagst, ich muss sowieso nur auf einer Seite. Ja, sowieso nur auf einer Seite. Dann machen wir schon mal die schnelle Kürbissuppe. Die geht ja schnell, habe ich gehört. Guck mal, die haben wir ja neu. Ganz vorsichtig da rein. Jetzt bloß nicht abrutschen mit der Maus, das wäre jetzt fatal. Einen kleinen können wir noch. Siehste, fast perfekt. Und raus damit. Müsste auch noch warm sein. So. Jawoll. Schön perfektes Ding. Der Gast ist zufrieden. Das ist doch die Hauptsache. Müsste das sein, okay. Suppenteller natürlich, den guten Suppenteller. So, schnell. Der hat's eilig, dann kriegt er auch keine warme Mahlzeit. Der ist eilig, hat schlicht kalt. Und zu viel. Scheiße. Kommt da noch was drauf? Nee, das war der einfache. Vergesse ich immer. Jetzt eilig, aber 5 Minuten hat er noch was. Kann ich auch noch warten können. Ja, egal. Das passt schon. So, der ist fast fertig und die Kartoffel ist schon lange fertig. Da kommt nur noch ein Rosmarinzweig drauf. Das heißt, ich kaufe doch den neben mir. So, einer mit. Der ist fertig. Der ist fertig. So. Bisschen Rosmarin. Oh Gott, sieht der Herd aus. Oh, so eigentlich eine gute Schüssel dafür, ne? Nicht mehr viel Zeit gehabt. Ja. Das sagt mir noch zu. Was fehlt jetzt noch? Ah ja, war ja keine Suppe, die war ja schon weg. Wir haben zweimal hier Schweinekotlets. Das nutzen wir doch immer aus. Wie kann ich das nochmal? Nee, vertikal nicht, so. Und dann? Nee, so. Ja gut, das liegt ja auch in der Mitte, da wo er nicht liegen sollte eigentlich. Weil da schon der andere hingeschmissen wird. Ach so, der Schatten. So. Ungefähr. Stimmt das jetzt? Ja, da müssen wir uns beeilen hier. Und da auch nochmal 4. Alles gut, dass wir die jetzt miteinander verbinden können. Pfeffer ist leer. Da muss ein neuer her. Der Pfeffer ist leer. Der heißt ja gar nicht Pfeffer, heißt Schwarzer. Entschuldige. So. Wundervoll. Ja, das war das mit dem Merken. Das ist immer noch genauso viel. Ich bin noch ein Karl-Heinz, wa? So. Ja, 29, das reicht auch. Einer mit schon mal Kartoffeln in Stücken. Muss ich im Teller mitnehmen.
verwursten wir dann irgendwo anders nochmal. Kann man ja bestimmt noch zu den Dingern da Rosenkohl gebrauchen. Da will ich jetzt auch mal rein. Schön. Dann kann man die beiden eben schneiden. Ups. Ja, egal, das passt schon. Jetzt hätte ich natürlich alle Kartoffeln gleich zusammen machen können, aber ich kann die auch noch später reinschmeißen. Dann kommst du wieder aus, dann kommst du jetzt rein und machst du so. Dann hole ich nochmal zwei, so dann gucke ich eben. Ich kann ein bisschen. Dann Kartoffeln, ja, die brauche ich. Dann witzen wir wieder einen da, sonst überschneidet sich das noch. So. Wo kommt denn der Kritiker endlich? Wo kommt der nicht mehr? Hat wohl schon die Schnauze voll hier. Von diesem Drecksrestaurant. Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich ein 18-Sterne-Koch, das weiß ja jeder. Das sieht man ja auch schon, so wie ich die Kartoffeln schneide, das kann keiner. So. Oh, die können auch noch ein bisschen. Ich glaube, den kann ich langsam mal umdrehen. Jo, ist perfekte Zeit. Dann braten wir auch gleich den anderen ab. So. Das sind die beiden Gerichte. Gut, dann haben wir die auch schon mal. Da hole ich nochmal schnell Kartoffeln so. Wie es geht. Ja, das reicht erstmal. Ich muss mal gucken. Nicht, dass die einen Kartoffeln mir da anbrennen. Die müssten nämlich jetzt fertig sein, glaube ich, oder? Ja. Kann ich das so nehmen? Junge. Ich wollte dich. Das Backbreak. Oh Mann. Was ist? Was zum Teufel? Was passiert denn jetzt? So, die können natürlich noch weiter. So, machen wir jetzt mal einen schnellen Wechsel hier, du kommst da jetzt auch eben rein. Und dann kann da ja nämlich das Gericht schon mal weg. So, serviere mindestens 6 Gerichte, das schaffen wir sowieso da unten. Ja, da kann ich mit leben. Was will der eigentlich von mir? Oh, Kartoffel. Kellner macht mich die ganze Zeit blöd an. Kann ja wohl nicht sein, ne? So Frechdachs da. So, Kartoffeln mitnehmen. Backblech wieder raus. Das dazu. Und dann, ich glaube, der Ofen geht langsam kaputt. Dann machen wir schon mal das andere. Wir machen Steak mit Pommes frites. Ein Steak. Was nochmal 4 Salz, 4 Pfeffer einfach, ne? Ja. Jawohl. Und dann. Da müssen wir Pommes machen. Aus
Zwei Kartoffeln. Aber vorher drehe ich den hier im Rum. Also nicht den, sondern den hier. Der Kotelett, ne? Ach komm. Keine Lust jetzt noch zu warten da. Jetzt hab ich jetzt Kartoffeln da. So, zweimal Kartoffeln. Gehst du da wohl wieder? Zweimal Kartoffeln. Ausmachen wir jetzt schicke Pommes. Muss ich die Feuer würzen? Ja, okay. Oh, das muss raus. Ja. Muss ich Feuer würzen? Ja, die Pommes brauchen wir eh voll nicht lange, ne? Oh. Hast das Steak vergessen? Schweinekotelett will nicht, aber das nehme ich gleich so runter. Oh, ich hatte schon einen Teller. Logisch. Komm, fertig. Okay, lustige Minuspunkte zu kriegen, nur das Ding so lange braucht. Guck. Ist ja trotzdem ein sehr gutes Gericht geworden. Der Kritiker. Oh ne, jetzt will er noch so runter. Ja, wir machen jetzt schnell die Pommes hier eben. Die wahrscheinlich schlechte Schneidtechnik-Dings kriegen, aber das ist so egal, weil, ganz ehrlich, ohne Pommes schneiden, ne? Wie soll man da Pommes schneiden? Sag mir das mal einer. Machen wir mal einen Pommes Schneider für. So, gebackene Forelle, das ist jetzt wichtiger als alles andere. Das Ding ist wieso schon 100 Jahre durch. Und ich hatte doch einen Teller da. Forelle. Ah, hier drin noch eine. Zwei sogar. Und die kommt natürlich auf Backblech und nicht das Backblech auf den Tisch. Das ist nämlich nicht so eine gute Idee. So, kann man da schnell rein und dann machen wir trotzdem schon mal hier Pommes rein. Jawohl. Ja, deine Mutter ist ja Restaurant. Dies haben wir auch schon fertig. Deshalb braucht er auch gar nicht so rumjaulen da hinten. Drehen und gießen. So. Vorsichtig bitte. Danke. Auf. Da rein. Und wieder zu. Gart das schön vor sich hin. Die Pommes müssten jetzt fertig sein. Muss man den Zweig. Warte mal da. Schnell weg damit. Dann haben wir die schon mal aus den Kopf. Ja, die war ganz gut. Und aber wichtiger sind die Sachen. Ah, oh, scheißegal. Forelle ist wichtiger. Ist fertig. Ja, schönes Ding. Und dann brauchen wir natürlich noch perfekt geschnittene. Hier 22 ist gut. 24 ist auch noch gut und 20 ist natürlich perfekt. Oh, warte, nicht, dass die verbrennen. Siehst du?
sind nämlich auch schon fertig. Die nehme ich da gleich so raus. Und dann fehlt natürlich noch die Peter. Die Silie. Warum heißt es eigentlich die Petersilie und nicht der Peter? Heißt auch der Peter. Fragen über Fragen. So, weg damit. Und dann ist der Typ auch nicht zufrieden. Gibt uns endlich unser 4 Stern. Ja, das kann man zufrieden nennen. Und wir haben unseren 4. Stern. Sein Traum. Also. Bing, bing. Dann kommt gleich eine neue Bestellung rein. Ja, hier. Zack. 4 Sterne. Geil, geil, geil. Was muss ich jetzt machen? Als erstes gegrilltes Thunfischsteak. Muss ich das machen? Und das war nochmal. Genau. Das wird gegrillt, das könnte ich mir eigentlich auch mal so eine Grillpfanne holen. Wo ich hier nicht immer hinlaufen. Ja, Zitrone. Und dann mache ich hier schon mal den. Den wissen wir ja mittlerweile auch. Gerade ein bisschen hier. Warum auch immer. Ja, das kann ich noch benutzen. Kann hier nicht schlecht werden lassen. Natürlich das Thunfischsteak hier nicht vergessen. Und Bratkartoffeln brauchen wir. 2 Stück mal wieder. Nein. Weg. Nein. Kartoffel. So, und dann schneiden wir die. Soll ich die beide gleichzeitig schneiden? Ja, liegen eigentlich ganz gut. Ne? Boah. Ja. Kann man mit arbeiten. Ich hier so rausnehmen, hör doch auf. Muss ich beeilen, das brennt gleich alles an hier. Aber jetzt wird das Ding da raus. Meine Fresse. Ja, wird gegossen, weg damit. Scheiße. So. Ja, siehste, schön. Nur wegen deinem Mätzchen hier. Der ist bestimmt auch schon fertig. Ey, der geht noch. Huiuiuiuiui, da geht noch. Da kommt drehen. Was dahin? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, die habe ich da reingetan und dann muss ich schnell mal hier. Den kann ich hier jetzt ja benutzen. Dann nehmen wir das nochmal. Muss hier nochmal was drin sein. Perfekt. So, jetzt schnell, das Thunfischsteak, das brennt gleich bestimmt an. Oder schnell im Hinrennen. Ich kann ja gar nicht rennen. Ah! Was will der eigentlich von mir? Das noch nicht. Aber das hier, ne? Ja. Das sieht doch. Was sagen die Kartoffeln? Die Kartoffeln sagen, wir sind jetzt fertig. Oh, leg das mal kurz dahin. Was muss da denn noch drauf?
da muss nicht das. Da muss Zitrone. Da haben wir noch eine. Und ja, habe ich gesehen. Was habe ich gesehen, dass die runtergefallen ist? Oder wo ist sie hingefallen? Ach, egal. So. Kannst du auch schon mal weg. Und dann muss ich schnell wieder zum Fleisch. Das ist nämlich gerade perfekt angewandt. So. Oi. Da geht noch. Jawohl. Und weg damit. Jawohl. Wunderschön. Ja, kann man mit leben, ne?